So, und da sind wir auch wieder. Gerade eben hatte ich auch schon meinen ersten Besuch auf dem Server. Also außer mir natürlich jetzt. Ein netter Herr, dessen Name war Kendan569. Ja, der Server wird also schon belebt. Ist aber gerade wieder weg. Der war nur kurz da. Hat doch nicht mal Hallo gesagt, der Wichser. Aber ja, das ist halt immer ein Problem, wenn man jetzt ein Tier jagt und dabei aber die Hitbox von so einem Grashelm erwischt, dass man denn die Tiere nicht schlagen kann. Oder der Server hat gerade geleckt, keine Ahnung, aber so ausgelöst ist der gar nicht. Nö, der ist komplett ruhig. So, die Frage, also, erstmal gucken, wie wir das Haus überhaupt designen wollen. Also, die Front hier will ich auf jeden Fall erstmal wegbekommen wollen. Die Frage ist halt nur, wie weit. Übrigens ist da oben wieder unsere Kacke an. Das war falsch. Das da. Ja, doch, die vorletzte Front hier will ich auf jeden Fall erstmal abklopfen. So. Na komm. Schön Kohle erstmal schöffeln hier. Also die ersten zwei Riegen hier, also die Riege und die Riege, nehme ich erstmal komplett weg. Dann haben wir eine relativ glatte Front von dem Berg, wo wir erstmal so Fenster so einarbeiten können. Ansonsten die anderen Seiten des Berges lasse ich vielleicht erstmal unbearbeitet. Ted. Da werde ich vielleicht kleinere Schönheitsoperationen reinmachen, weil es irgendwo richtig gehend hässlich aussieht. Aber ansonsten will ich es erstmal so belassen. Ja. So. So, okay. Klappe. Oh, Kohle ist immer gut. Außerdem sieht Kohle an der Hausfront scheiße aus. Von daher muss sowieso weg. So, dann packen wir hier wieder überall Erde hin. In Hoffnung, dass sie wieder schön grün wird. Mit der Zeit. Du kommst, das sieht natürlich jetzt scheiße aus. Das sieht ultra schäbig aus. Da oben sind Samen. Kommt mal her. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke. So. Okay, jetzt haben wir hier schon mal eine relativ. Ich sag jetzt mal sowas wie eine Terrasse. Dann können wir jetzt hier eine Tür reinbauen. Dazu gehen wir erstmal. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier rein. So. Dann brauchen wir. Ja, bei MyTest hat man gleich so ein 3x3 Kacke. Man braucht also keine Workbench. Das ist nice. Das ist schön. Das gefällt mir. So. Und schon wird unser Inventar knapp. Ah, das war ja klar. Schweinchen. Nein, nicht du. Da. Ja, Schweinchen sammle ich immer, weil da die Steaks, die erzeugen, ja, sind sehr nahrhaft. Wo, was war das gerade? Server neu geladen? Hm, interessant. So, da kommt die Tür rein. Perfekt. Und jetzt können wir uns hier so langsam, aber sicher. Ich bin gerade überlegen, ob wir das so ein bisschen so Beauty machen sollten. Also hier nochmal eine Treppe nach unten gehen, dann praktisch einen Aufstieg. Und gehen dann aber hier nochmal etwas nach praktisch rein in die Wohnung. Das wirkt vielleicht sogar noch authentischer. Kann das sein? Komm, fuck off. Warum fragen? Man kann es doch auch einfach machen. Gott.
Da, fuck. Komm, wir nehmen die Scheiße hier nochmal raus. Sobald ich dann mal unseren ersten Ofen gebaut habe, backen wir mal richtig ein paar Steine. Da ist so eine Baukacke von Hornbach einzusetzen, ist ja auch schäbig. Muss ja nicht sein. So, wie geräumig machen wir das hier? Die Frage ist, wie viel Platz haben wir überhaupt? In der Breite sollten wir extra relativ. Ja, doch, da haben wir relativ viel Platz. Okay, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal mindestens 2 in die Breite. Ja, doch, das sieht gut aus. Fuck! Nein! Okay, wir brauchen definitiv erstmal einen Ofen. Erstmal ein paar Kisten bauen. Kommen wir einmal da hier 2. Dankeschön. Die stellen wir erstmal provisorisch raus. Und ja, ich weiß, dass Kisten unsicher sind, weil da können halt alle hier dran an die Kisten. Aber gut, so backen wir uns hier mal noch ein paar Bäume hin. Da backen wir noch ein. Dann packen wir noch einen drauf und dann wird hier noch einmal gemörtelt. Und da. So, jetzt haben wir das. Hoffentlich sind das normale Bäume, keine Ahnung. Sollten eigentlich. Ja, genau, das ist ein Busch. Gut, alles andere kann dementsprechend hier rein erstmal. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles erstmal nicht. Hier kann alles raus. Dich nehme ich trotzdem nochmal rein. Dankeschön. So, wir brauchen eine Axt. Eine schöne Steinaxt. Die nehmen wir uns auch mal. Bap, 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 bap. Ja, die Rezepte sind ja alle ein bisschen anders. Leute, die mein Test-Let's Play geguckt haben, wissen es wahrscheinlich bereits. Die Rezepte sind ja alle etwas abgewandelt oder vereinfacht. Manche sind auch, ja, ich sag jetzt mal, ja, logischer. Will ich jetzt nicht sagen, aber halt auf jeden Fall anders, ne? Oh Scheiße, da kommt doch schon Sand durch. Oh Gott. Das ist jetzt natürlich Bullshit hier, ne? Weg, 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 weg. Ah. Weg, 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 weg. Ja, es geht bis nach ganz oben durch. Na gut. Quasi unsere ersten Abdichtarbeiten hier. Dann wissen wir also, wo unser erstes Fenster reinkommt. Auch schön. Okay. Gut. Wobei ich hier trotzdem wahrscheinlich nochmal zubaue. Das mache ich dann höchstens so als Anbau, weil können wir ja dann später hier noch weitere Zimmer reinziehen. Ein Hase, wie süß! Gut. Ja. Ich knall mal nochmal hier draußen einen Ofen hin, weil es ist ja erstmal alles provisorisch. Ich will erstmal drin soweit einrichten und erst wenn komplett eingerichtet ist, dann entscheiden wir. Ach ja, siehst du, wenn man die Sachen hier bleiben im Inventar, also in diesen Baudinger da drinne, auch wenn man aus dem Menü rausgeht. Ja, nee, die Sachen, also einrichten würde ich das Haus erstmal, wenn die ganzen Wände stehen. Warum habe ich jetzt einen Ofen gebaut? Kann man das mal irgendjemand sagen? Keine Ahnung. Gut, gehen wir wieder rein. La 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 la, da 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 da, das ist Kohle. Ja, ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ach, komm, wir rennen. Feier. So, wir gehen noch ein bisschen nach hinten. Und merken, dass wir dabei dann noch mehr auf die Fresse bekommen von dem komischen Sand hier. Ich schmeiß die ganze Scheiße einfach mal raus hier, komplett. So, das ist doch hier keine Bausubstanz, ist das doch hier nicht. Und ich bin fast dafür, noch eine Ebene nach oben zu gehen.
Wir werden sowieso noch mal nach unten gehen müssen, um mindestens eins, weil ein Haus, also ich meine, wenn die Wände aus Stein sind und so, das geht ja, aber so der Boden, den will ich doch schon ein bisschen mit Holz auskleiden. Der ist mir hier nichts, wenn wir hier so, weißt du, einfach hier so billig Stein komplett, dann können wir ja machen, ja, aber der Boden sollte doch schon ein bisschen wärmeisoliert sein, ansonsten ist es gerade im Winter unglaublich kalt, wenn man da wüsste, weil wir sind ja hier einfach, sind wir ja hier, kann man hier mal ein bisschen umschalten hier? Chat. Wo war das? Würde mehr. Ah, genau hier. Gut, doch, wir sind ja doch bekleidet. Hä? Irgendwie ging ich gerade davon aus, dass wir nackt sind. Also, barfuß zumindest. Leicht bekleidet. Ja, geht ja alles, dann können wir doch auf Steinboden leben. Nee, komm, nee, wir machen es richtig. Ja, wir sagen, der Boden sollte schon ausgekleidet sein. So richtig kalter Gesteinsboden ist nie angenehm. Das kannst du ja kein verkaufen hier. Genauso wie unsere scheiß Steinhacke. Katzen! Klappe. Ja, da brauchen wir wieder unsere zweite Hacke. Ich wusste schon, warum ich es gemacht hatte. Wir müssen auch bald auf unsere erste Höhlentour schon gehen, damit wir mal ein bisschen Eisen hier bekommen. Oder ich guck mal so, ob wir hier irgendwie an Eisen rankommen. Leider wird es dunkel. Und bei dunklen Räumen mussten wir aufpassen, weil es gibt hier, wie gesagt, auch Monster. Nein, das da. Ich meine, hier draußen sind wir relativ geschützt, weil die hier auf meinen Servern vergeht Zeit nicht. Also es ist immer mittags. Von daher werden draußen wohl kaum Monster spawnen. Allerdings halt in Höhlen und in dunklen Räumen. Da können trotzdem schon mal Monster auftauchen. Ne? Also komplett gefeit ist man hier definitiv nicht. Soll man ja auch nicht. Sonst hätte ich die gar nicht erst hinzufügen brauchen. Aber zumindest draußen ist man relativ sicher, was das erstmal angeht. Katzen. Oh. So, ich glaube mal, das reicht von der Einbautiefe auch schon fast aus. Ja doch, kann man so lassen. Dann haben wir schon mal einen relativ gemütlichen Raum quasi als Wohnstube. Dauert hier mit dem Reinkloppen, das gibt es ja nicht. So, ja, unser erstes Räumlein ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir werden halt nur noch mindestens etwa unten gehen müssen, halt einfach um den Boden aufzukleiden. Da brauchen wir dann aber erstmal Holz für. Apropos Holz vor der Hütte, wir sollten auch langsam mal hier auf unsere Nahrung achten. Guck mal ganz kurz, ob wir noch ein paar Tiere finden, die ein bisschen nährhafter sind als Hase und Katze. Keine Schweine, kein nichts, kein gar nichts. Ist das armselig. Ja, ich muss mal gucken, wir brauchen sowieso ein bisschen Eisen, oder ich will zumindest zweimal Eisen haben. Dann können wir uns nämlich so abgeschlossene Kisten bauen. Da ist ja noch sicherer. Ne? Aber ich meine, das Problem ist halt, wir können jetzt hier erstmal nur Trash drin lagern, weil halt sein kann, dass wenn ich das nächste Mal hier rangehe, die Kiste bereits leer ist. Genau wie hier. Ne? Von daher muss man da mal ein bisschen aufpassen, weil unser Bereich ist zwar geschützt. Hier ist ja hier unten, ne? Name Ronny Bartma, hier Ronix, ne? Unten links. Das Problem ist aber halt, das geht halt nur um die Materie als solches. Halt, also man kann die Kisten nicht abbauen. Man kann die Kisten aber öffnen und Sachen raus und reinlegen. Ein Schwein, das ist ein Schwein. Gott, habe ich Schwein.
Komm her, komm zu Papi. Yay. Bei den Hafen war auch irgendwas Besonderes. Ich weiß nicht mehr was. Außer dass sie Fleisch geben. Na gut. Ich würde mal sagen, wir backen uns mal unser erstes Fleisch hier. So, dann haben wir einmal Kohle Rinder. Dann sollte das erstmal schon mal gut gehen. Können wir noch ein paar Kohlen reinschmeißen? Ich weiß nämlich gerade nicht, wie lange Kohle hält. Sie hält auf jeden Fall anders als bei Minecraft-Mein-Clone. Aber glaube ich, hält sie länger und nicht kürzer. Doch. Das wird definitiv noch ein bisschen reichen. Können wir hier schön. So, schon mal 6 Steaks, das geht. Gekochtes Schweinekotelett, stimmt der. Ich bin ja hier im Deutsch-Modus drin. Ja, ist eine extra Mod. Pflasterstein. Ist eine extra Mod. Könnt ihr euch auch runterladen. Das ist die hier. My Test Game Language Support. Ja. Und damit kann man halt die deutsche Sprache hinzufügen. Und dann ist halt hier alles auf Deutsch. Rohes Hühnchen, gekochtes Hühnchen, naja, gekocht. Ist das vielleicht ein bisschen falsch? Ist eher gebraten oder ange. Wie sagt man? Halt nicht mehr ganz so frisch. Gott, wie heißt das Wort? Mir fällt gerade nicht rein. Oh, ja, aufpassen. Wenn man etwas, wenn man jetzt, genau, angesenkt, das wollte ich sagen, angesenktes Fleisch. Genau das war's. Okay, wir brauchen Holz. Wie viel Holz haben wir? Das will ich nicht benutzen, das ist so extrem hell. Wieso haben wir Kiefernholz? Ist ja mal Bullshit. Na gut, wir haben da ja normale Bäume. Dann hacken wir mal hier welche ab. Kriegen wir auch ein bisschen dunkles Holz. Und mit dem können wir dann. Du kommst noch da. Mit dem können wir dann unser Boden auskleiden. So, ist jetzt hier noch was gedroppt? Nein. Droppt hier was? Sieht nicht so aus. Doch. Doch. Okay. Danke. Und können wir gleich mal hinsetzen hier. So, kommt da einer hin, hier kommt einer hin und hier kommt einer hin. Perfekt. Alles reinvestiert. Dann würde ich mal sorgen. Bis zur nächsten Folge. Schau mit V.